Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute mal bei uns aus dem Shop. Wir haben heute Alex und Alex von Westside Detailing zu Besuch. Zwirbeln, einmal zwirbeln bitte. Die versiegeln heute die Lowrider ST von Leon, der ist hinter der Kamera. Moinsen. Da gebe ich positive Bewertung, sage ich ehrlich. Vielen Dank. Erklärt sich heute bereit, mich mal hier so ein bisschen zu unterstützen. Und ich habe euch ja in einem der letzten Videos gesagt, dass ich bei mir vorne das Quarter Fairing anbauen will. Da habe ich dann mich immens darüber beschwert, dass es zu teuer ist. Daraufhin hat sich einer von euch gemeldet und hat mir das Ding jetzt zugeschickt, in einem gebrauchten Zustand, aber anscheinend sehr neuwertig. Wir gucken uns das gleich mal mit den Jungs an. Jetzt kommt der mit so einem gebrauchten Zeug um die Ecke. Ja. Die haben die Expertise und gucken, ob sie es wieder in einen neuwertigen Zustand kriegen und direkt vielleicht Keramik versiegeln. Da habe ich gedacht, machen wir die Kamera an, nehmen euch einfach mal mit, damit ihr auch so ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken könnt und einfach mal seht, wie die das machen, was ist dieses Keramikthema. Und da die beiden absoluten Schuss weg haben, glaube ich, wird es einfach ein witziges Video werden. Das sind Kriminelle, das sind Drecksäcke, das sind Verbrecher. Also hier ist das Schätzchen drin. Er hat das wirklich krass eingepackt, besser als ich es je könnte. Wir gehen mal rein und dann gucken wir uns das mal an. Da sind wir. Einmal Qualitätskontrolle Westside, bitte. Jetzt kommt der mit so einer gebrauchten, mit so einem gebrauchten Zeug um die Ecke. Ja, wir schauen uns scheiße mal. 3,50 Ist das so? Ich kann mir das alles nicht leisten, diese ganze neuwerte Quer, nicht so wie ihr. Ist so. Jeden Tag hier neue Bikes, Sonderlackierung, fast genau. Schon hier, fast schon da. Genau. Deswegen, du hast ja auch nur eine Harley. Ja, richtig. Ja. Schon ein bisschen traurig. Ne? Ist so. Kannst du ja lange haben. Genau. Also die Folie überlege ich, ob ich die komplett abmache oder ob ich die erstmal dran lasse und versuche die Luftblasen rauszumachen. Ich weiß nicht, was meint ihr, würde cooler aussehen in ganz schwarz oder mit diesem durchsichtigen Glas? Also schwarz, aber dann halt in gut gemacht. Ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht mit einer kleinen Nadel da mal reinstechen. Nee, ich würde es einfach neu machen. Ja, kein Problem. Keine Experimente. Warte. Mach da keinen Kratzer drunter. Sonst muss ich das noch zum guten Aufbereiter geben. Ist so. Ist schon ein Loch drin, oder nicht? So, jetzt kannst du direkt abknibbeln. Top das poliert. Sieht auf jeden Fall besser aus. Ja. Sieht aus wie ein Steinschlag jetzt. Ja. Ja. Mach mal erstmal hier mit deinem Scheinwerfer da auf den Scheinwerfer. Ja, sieht ziemlich scheiße aus. Nee, das ist aber immer so. Ach, das ist gut. Immer andere Lampe. Die Top-Lampe? Ja, kommt hier, das sagt, ich habe nur eine Harley, weißt du, aber hat nicht mal eine Lampe, die mehr Akku hat als 3 Minuten. Ja gut, aber die kriegst du ja wieder komplett hin. Ne? Ja, das frage ich dich ja. Ja, ja. Also ich krieg die nicht komplett hin, du schon. Das ist richtig. Also meinst du, da ist Potenzial drin? Ja, definitiv. Man muss auch noch mal dazu sagen, ey, danke an den Gökhan, Alter. Der hat mir das nämlich wirklich für einen Preis gegeben. Der ist wirklich bodenlos unschlagbar. Danke, Gökhan. Danke, Gökhan. Wir lieben dich. Danke, Gökhan. Die Folie abmachen. Mhm. Ne, wir lassen das Versiegeln aus. Ja. Und wenn du deine neue Folie drauf hast, dann kommt. Vielleicht sage ich ja auch dann beim Look oder so, ja. Yo, ich brauche gar keine Folie, ist voll geil mit dem Durchsichtigen. Ja, die Keramik kannst du ja nachholen. Das ist ja nicht das Problem. Ich nicht, aber... Ja, aber wir. Ja gut, dann würde ich das so machen. Irgendwie merke ich, du kannst wenig. Ja, ich kann wenig. Ja. Deswegen habe ich ja ihn dabei, damit er mich filmt, weil das kann ich auch nicht. So, aber das sieht gut aus, das ist ja, ne? Irgendwas muss er ja. Er muss den Leben auch nicht können. Damit wir uns kurz ein bisschen... Was schätzt ihr das Ding hier, wenn ich das jetzt neu kaufe, mit diesem Halter, wie teuer? Original also Harley? Sieht so ist Original Harley. 1,4. Ja, okay, du übertreibst jetzt auch ein bisschen. Was sagst du? Boah, unlackiert oder lackiert? Das Ding kommt in Vivid Black. Das kommt das ist original Harley. Da boah, alles. Dann aber auf jeden Fall 720 Euro. Nur die Maske kostet, glaube ich, 650. Mhm. Und Thunderbike, eure Best Friends, lassen sich nicht lumpen und gönnen nochmal 200 Euro. Halt. Das heißt, du bist ungefähr bei 1000 Euro für das Ding. Für so ein Stück Plastik quasi. Aber wenn du das nämlich von Motea nimmst, ne? Dann ist das scheiße. Das ist scheiße. Deswegen scheiße. Keine Frage, dass das Original und sein muss. Vivid Black ist sowieso schon scheiße auf Originalteilen, aber auf so Kunststofflackierten von Motea ist es noch viel beschissener. Ja. Ja. Deswegen. Dann machen wir gleich die Folie ab. Genau, dann fliegen wir da einfach rüber und dann ist fertig. Ja. Ja, da muss ich ganz kurz mal die Kamera mopsen, weil das zeige ich doch einfach. So, ich klaue hier mal ganz kurz den Content und die Kamera. Ich bin Leon, hallo, und die Jungs von Westside Detailing. Alex. Sehr gut. Und die Jungs machen hier gerade meine Karre und haben wirklich aus dem Auspuff wieder so viel rausgeholt. Der sah vorher schon ein bisschen abgeranzt aus, muss ich sagen. Es sah aus, als wäre hier so ein halber Turnschuh drin gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sozi mal mitgefahren ist und dann mit der Ferse hier drauf. Ne? Und dann war das hier eingebrannt. Du kriegst es manchmal nicht zu 1000%, aber so finde ich es auf jeden Fall wieder top. Ne? Kann sein, dass das so passiert ist. Ja. Aber mega. Also ich bin damit auf jeden Fall sehr happy. Und ich war auch so ein Genie und habe hier mal beim Fahren auf der Autobahn, wirklich nicht nachmachen, war sehr dumm,
einen Rucksack hinten raufgespannt. Kann es keinem erzählen, Alter. Und ich dachte, ja, okay, wird schon kein Problem sein. Der Rucksack hat eine sehr weiche Unterseite und hat mir trotzdem hier den Lack so ein bisschen weggehobelt dadurch. Haben die Jungs perfekt wieder hinbekommen. Also hier sieht man gar nichts mehr, wirklich nichts. Und ich hatte echt ein bisschen Bedenken, dass das ein Problem werden könnte, aber alles behoben. Also, ja, da fehlen jetzt. Da gebe ich positive Bewertung, sage ich ehrlich. Vielen Dank. Nee, ich wollte nur sagen, da fehlen jetzt noch ungefähr 3-4 Polierdurchgänge und dann ist der komplett fertig, aber ich sag mal, die Beschädigungen sind schon raus. Sehr gut. Okay. Machen wir besser mal die Ringe ab. Das muss der gleich noch mehr polieren. Ja. Polier das gar nicht, gib das ab. Da sieht man wieder, dass die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung wirklich vonnöten war. I'm gonna have me a whiskey breakfast, throwing up a cocaine lunch. And I won't be home for supper now, baby, I ain't hungry all that much. Polierservice Mielke gestartet bald. Ist so. Überteuert und schlecht. Ja. Meine Hauptattribute. Ist das dein USP? Ja. I'm sold, Alter. Ich kaufe alles. Deswegen habe ich ja auch die Jungs hier beauftragt, die meinen Ball gerade polieren. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Das ist die erste Ali, die wir machen, ja. Welche Zahnpasta verwendest du da jetzt gerade? Das ist die Colgate Med White? Oral B. Oral B. Ja. Super. Klasse. Aber die Max White. Nice. Oral höre ich bei ihm sonst nur im anderen Kontext. Ja. Benutzt auch sonst immer die Amal B. Genau. Hör auf, nachher glauben die Leute das. Es war einfacher als gedacht, sage ich dir ehrlich. Also ich habe das jetzt nicht viel warm gemacht. Ging so ab. Finde ich nice, was würde ich sagen. Ja, ich finde es auch. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt foliert werden muss. Halt mal ran die Optik, ich kann ja mal sehen. Soll ich mal festhalten so? Mhm. Finde ich auch gar nicht. Ich finde das auch nicht schlecht, weil das ja bis zur Hälfte eh hochgezogen ist. Mhm. Dann sieht man so den Pullback Riser, der dann da dran kommt auch noch und so. Also ich glaube, ich lasse es erstmal so. Da willst du ja Geld sparen, ne? Ja klar, wenn du das. Ja, dann werde ich wieder knausrig. Eine Ewigkeit später. Das passiert, wenn man einmal die Kamera ausmacht. Ich weiß auch nicht. Sobald ich die Kamera ausmache und irgendwo hinlege, fassen die sich die ganze Zeit an. Aber ein bisschen schön war schon. Typischer Harley-Fahrer halt, ne? Ist ja klar. Logo. Ich will da nicht. Normalerweise ist hier ein Harley-Logo drauf. Das hat aber der Vorbesitzer abgemacht, weil er All Black haben wollte. Das finde ich ein bisschen schade. Wäre geil, wenn es da wäre. Weil wie hatten der das? Also hat der. Weiß ich nicht. Sollen wir mal das Ding so einfach mal an der Lowrider S dranhalten und mal so gucken oder so, wie das wirkt? Da kommt ein ganz klares Nein aus der Ecke. Ja, nein. Ja. Super Idee. Toll. Tolle Idee. Geh mal in die Werkstatt, dann steht safe unser Vorführer. Das ist nämlich auch alles Zeit, die wir nicht bezahlt kriegen. Ja, ich will ja nur mal sehen. Ich will halt nur eure unfachmännische Meinung dabei haben. Oh. Ich lass die Scheibe durchsichtig. Ja, würde ich auch mal. Find das geil, wenn ich hole ja den Pullback Riser, wo das dann umgedreht wird. Und dann guckst du ja genau auf dieses Tachoelement. So, ich glaube, das sieht schon baba aus. Ich glaube, der Lenker da hinten muss noch einen Tick höher. Das meinten wir vorhin. Ja, das ist von Slenderman, der wohnt nebenan, nämlich deswegen die große Tür. Das ist Harley. Das passt zu deinem Schnurrbart. Boah, das ist richtig, wirklich. Da sehe ich mich schon ein bisschen drauf. Sagst du einmal den Schnurrbart? Sagst du den einmal, den Schnurrbart? Wie flext man denn den Schnurrbart? Genau so, du musst ihn so zwirbeln, links und rechts. Jetzt sind wir angekommen, perfekt. Ich bin einfach ein geiler Verkäufer, ne? Allianzversicherung, der Beste, ne? Ruf mich an. Ist euch eigentlich schon mal dieses geile Motorrad da aufgefallen? Ja, das Hammer. Holy shit, das ist wow, unglaublich. Vor allem hat der Fahrer richtig Geschmack mit der Edelstahl 2 in 1, muss ich sagen. Sehr, sehr geschmackvoll. Ja. Weil ich kenne nämlich noch einen Fahrer, der sich gerade so ein Ding gekauft hat. Der hat das nämlich auch gemacht. Hat der auch schöne Zähne? Ja, und einen geilen Schnubbi. Und einen geilen Schnubbi. Und einen geilen Schnubbi. Nee, finde ich persönlich ziemlich geil. Ist ein Stilbruch komplett, aber hat was. Finde ich gar nicht Stilbruch. Finde ich auch nicht. Das passt gut. Willst du mich jetzt beleidigen? Ich dachte, wir sind gerade Freunde geworden. Stilbruch? Kommt der mir so? Also, die Jungs sind jetzt fertig. Die Karre von Leon ist ready und ich glaube, man kann sehen, schon wieder ziemlich pervers geworden. Also, bei allem Spaß, den wir hier immer so labern, muss man halt am Ende des Tages sagen, das Einzige, was die beiden wirklich ernst nehmen, ist ihre Arbeit. Ich würde sagen, ihr gebt mir jetzt nochmal einfach mal so einen kleinen Abriss für die Leute, die noch nicht so mega den Plan haben für diese ganze Thematik, was ihr macht, wieso der Prozess ist, was das Ganze für Vorteile hat. Dass ihr einmal erzählt, was ist das überhaupt, dieses Ceramic? Ceramic? Ja, Keramik kommt aus dem Versiegelungsbereich. Man kennt das ja noch, also eigentlich kennen das alle, zum Beispiel das Wachsen von Oldtimer, kennt man ja noch von früher. Das ist zum Beispiel eine Schicht Wachs, die draufkommt. Und dann hast du den ultimativen Glanz. Bei einer Keramik ist ein bisschen anders, da wirkt Chemie und da verbindet sich sozusagen die Keramik mit dem Klarlack direkt und dadurch hast du den Glanz wie von einem Wachs,
aber eine Haltbarkeit, die ist zum Beispiel jetzt bei dem Bike auf dem Langsatz von 5 Jahren. Ne? Das ist halt schon heftig. Ne? Ja. Da ist halt immer jetzt nochmal so diese kritische Frage, als ich das bei mir im Video angesprochen hatte, dass ich die Versiegelung drauf habe, die meisten sagen wirklich, ja, das kostet ja so x und x Euro, sage ich mal, ein paar hundert Euro muss man ja schon dafür investieren, lohnt sich das wirklich und so. Ich kann für mich nur sagen, es lohnt sich allein schon aus dem Punkt, dass ich, wenn ich zu Hause nicht waschen kann, zur Waschbox fahre, einen scheiß Euro da reinschmeiße, von weit weg das Ding einmal da dran halte, abtrocknen, fertig. Ja. Du hast 5 Jahre lang Wirkgarantie. Ne? Ja. Und wenn du das runterrechnest auf das Jahr, hast du vielleicht 150 Euro bei einer Software im Jahr. Oder das geht halt. Ne? Ne? Sowas in die Richtung. Oder 100, zwischen 100 und 150 Euro. Und das finde ich ist absolut angemessen. Ne? Man muss das halt auch so sehen. Ne? Zum Beispiel jetzt hier so eine Software, das ist eine Lowrider ST. Man denkt immer, ja, okay, komm, die machen mal ein bisschen Keramik drauf, rutschen einmal in der Poliermaschine drüber. So ist es aber nicht. Ne? Also in so einem Bike alleine schon die Vorwäsche dauert knapp 1 Stunde. Nur die Wäsche zu zweit. Wir sprechen immer von 2 Personen, 1 Stunde. Und wir dekontaminieren den kompletten Motorbereich, weil gerade hier, wenn man sich den Winkellack anschaut, der fängt halt extrem Bremsstaub, Schmutz von der Straße, diesen ganz, ganz feinen Staub. Und den holen wir halt raus, da dekontaminieren wir mehrfach, dass das halt wirklich wieder tief schwarz ist und imprägnieren den Motorblock. Und dann ist halt wirklich erstmal das Fahrzeug sauber, dass wir halt wirklich sagen können, wir versiegeln, beziehungsweise wir können es vorbereiten für eine Versiegelung. Hier waren wir jetzt, glaube ich, 4,5 Stunden dran, zu zweit. Ne? Also das sind, wenn man es alleine macht, wäre es 8 Stunden, wäre es ein ganz normaler Arbeitstag. Unsere Preise sind halt so kalkuliert, es muss uns Spaß machen und es muss den Kunden Spaß machen. Keinem Kunden macht Spaß, wenn gesagt wird, okay, cool, das kostet jetzt 2000 Euro für eine Harley, dann hätten wir keine Kunden. Ne? Das muss auch nicht sein, weil es ist ein Detailing, ja, die Produkte sind auch nicht günstig im Einkauf, aber es muss beiden Seiten Spaß machen, ne? Weil wir lieben, leben Harley, das ist unser Ding und das wollen wir halt auch den Kunden so weitergeben. Ne? Weil wir haben mit Enthusiasten zu tun, von Enthusiasten für Enthusiasten und das ist halt immer das, was wir auch sagen. Den hat er ziemlich lange geübt. Den habe ich lange geübt, ja. Immer auch so vorhin. Nee, ja. Aber ich kann es bestätigen. Ich meine, Leon hat es ja heute auch gesehen, was da wirklich auch für eine Arbeit drinsteckt. Wir haben jetzt zusammen den ganzen Prozess heute mal so ein bisschen begleitet. Ne? Und du kannst ja auch nochmal sagen, was so ein bisschen dein Eindruck ist, jetzt als neuer Kunde so gesehen. Bin ich gekauft und laber das Ganze zu positiv von denen? Oder ist es wirklich so, wie ich sage? Ist wirklich so. Man merkt wirklich den Unterschied. Vorher, nachher hätte ich auch gar nicht, ich hätte es nicht so krass erwartet. Ich wusste schon, okay, es wird ein krasser Unterschied sein. Aber das ist wirklich wie Tag und Nacht. Also das, wie das Schwarz jetzt, wie tief das Schwarz wirkt, wie sehr das spiegelt, ist ein riesiger Unterschied. Und worüber ich wirklich am meisten happy bin, muss ich ehrlich sagen, diese feinen, kleinen Unreinheiten, die es schon im Lack gab, sind halt jetzt alle von den Jungs wieder komplett wegpoliert. Ja. Der Lack sieht jetzt fast wieder aus wie neu. Also das Ding ist jetzt wirklich in einem richtig geilen Zustand wieder. Und noch geiler, geschützt und easy zu waschen für 5 Jahre. Also finde ich, wirklich ganz, ganz geile Nummer. Ich bin happy. Also ich bin ein enthusiastischer Kunde, der happy ist an der Stelle, muss ich sagen. Nee, also ich glaube, ihr hattet da ein paar ganz gute Einblicke jetzt. Wenn da Interesse ist, dass ihr auch sowas machen wollt, tretet gerne direkt an die Jungs heran. Die machen das Ganze mobil. Wenn ihr aus der Nähe seid, könnt ihr das machen. Wenn ihr jetzt aus dem Raum Bielefeld seid, dann meldet euch gerne auch bei mir oder bei uns als Laden. Wir können das auch dann hier vor Ort machen, wenn das für euch einfacher ist. Aber ansonsten direkt die Jungs kontaktieren. Instagram ist unten eingeblendet von den beiden. Und dann Spaß haben mit dem Ergebnis, würde ich sagen. Ne? Tipptopp Ceramic. Ich würde sagen, das war's für heute. Das Water Fairing nehmen die beiden netterweise mit. Das haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft. Schicken sie mir dazu. Seht ihr dann, wenn ich es anbaue. Ja. Also ich würde sagen, die Leute abonnieren den Kanal, lassen einen Daumen nach oben da. Schreiben in die Kommentare, wer hier den schönsten Schnäuzer im Raum hat. Ja. Das ist wirklich wichtig, ja. Zwirbeln, einmal zwirbeln bitte. Und dann hier bitte einmal nochmal. Ja, da haben wir doch den klaren. Und damit würde ich sagen, damit verabschiede ich mich. Hat Bock gemacht, geil, dass ihr alle drei da wart. Ja, dankeschön. Und ich mal nicht so im Video rüberkomme, als hätte ich gar keine Freunde. Genau, richtig. Haut rein. Ciao. Heute soll es mal um das Thema gehen, warum habe ich mich für eine Harley-Davidson Lowrider S und nicht Lowrider ST entschieden?